So, wir schauen wieder gespannt auf die erste Kurve nach Stadt und Ziel. Diesmal alle Fahrer rumgekommen. Es ist schon über 45 Teilnehmer. Das ist also sehr, sehr lang. So, in Richtung Omega. Bestreitet, sondern nur punktuell einige Rennen immer fährt mit seiner Honda. Ja, kann ich sagen, ein sehr Rennsport. Spitze fährt 1,35, die Linie ist doch sehr, sehr viel Unterschied. Ja. Aber es ist natürlich ein Problem. So.
1,85. Dirko Wacher. Die 20. Schönfelder. So 29,7. Harald Merkel, der westdeutsche Meister. So muss man sagen. Von früher, genau. Der lange Zeit im Ausland gewohnt hat und jetzt vor ein paar Jahren wieder zurückkam in seine alte Heimat. Das merkt man wirklich. Oder jemand jetzt ganz frisch einfach sagt, naja, ich will mal wieder ein paar Runden fahren. Das ist, glaube ich, wie in jeder Sportart. Man muss immer drin bleiben. Man darf nicht den Kontakt verloren. Wir verlieren. Ziellinie. Ja, Adrian Hehle ist, glaube ich, jetzt Zweiter, wenn ich richtig gesehen habe. Auf der Honda. Der Rainer Marschalek auf einer weiteren 250er, Siebter. Erwähnen, der jetzt Achter ist. Frank Eichmann, der hier in Hockenheim, glaube ich, hat die Ortschaft ein Motorradgeschäft betreibt, der auch für viele Fahrer Schrauben, die Maschinen. Das mussten wir hier offiziell sagen. Aha, ja. Dann bleiben wir auch dabei. Ja, das muss man nicht unbedingt. Heute können wir schon sagen, heute kann man mir schon sagen, fast 30 Jahre danach. Ja, ja. Da kann man drüber schmunzeln. Na klar, das ist richtig. In verschiedenen Klassen, in verschiedenen Gruppen. Also, heute die